Wieseneinkleidung. Nach dem vorzeitigen Einzug ins Champions Hockey League Achtelfinale gab es für die Neuzugänge des EHC München das Wiesenoutfit. Wir waren dabei. Kaiserwinkel Challenge. Zum ersten Mal gewinnt ein Einheimischer den Kaiserwinkel Triathlon. Eiskalt und nass ging es über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radeln und einen Halbmarathon, bei dem sich der World Cup-Führende geschlagen geben musste. Zu Gast im Studio nach dem Klassenerhalt Cowboys Head Coach Garen Holley und Fabian Gärtner. Wir sprechen über die Saison und die Zukunft der Munich Cowboys. Und last but not least, MMA in der Sportarena. Vor der Agrelin-Kampfnacht in München spreche ich mit dem Präsidenten von Agrelin, Branko Ulaga, dem Kämpfer Flo Niedermeyer und dessen Coach. Das alles jetzt in der Sportarena. Montagabend auf München TV, das bedeutet Zeit für die Sportarena und wie eben gesehen haben wir einiges vor, deshalb fangen wir auch gleich an und zwar mit dem EHC. Der hat sich vorzeitig ins Achtelfinale der Champions Hockey League geschossen nach einem sehr erfolgreichen Wochenende. Und zwar hat es angefangen am Freitag in Krakau mit 2:1 für den EHC und am Sonntag dann in Helsinki mit 4:2. In der Woche zuvor wurden die Jungs aber erstmal für die Wiesen dementsprechend eingekleidet. Dass die Jungs wissen, wo sie kehren. Auf der Wiesn steht auf dem Platz Red Bull, deutscher Meister. Neuzugang Patrick Hager. Ist es der erste Lederhosen? Nein, nicht mein erste, aber die erste mit dem Red Bull-Logo auf jeden Fall. Wie passt's? Sehr gut. Ich glaube, wir schauen gut aus. Alles sitzt, alles muss da hin, wo sie soll. Dementsprechend, glaube ich, sind wir gut präpariert, wenn es dann losgeht. Es ist etwas schwer, in die Hose zu kommen, aber mit der Zeit wird das sicher leichter. Ich dachte eigentlich, die Hose ist super eng, aber sie passt super, eigentlich sogar sehr bequem. Und jetzt bin ich sehr gespannt, zum ersten Mal auf das Oktoberfest zu gehen, um sie endlich zu tragen. Läuferl, Westen, Hemd und Lederhosen. Für zwei der drei Neuzugänge ein ganz neues Gefühl. Ich werde sie natürlich zum Oktoberfest tragen und dann vielleicht noch zwei, dreimal. Und auf jeden Fall noch zu Hause, um allen in Kanada zu zeigen, wie eine echte Lederhose aussieht. Aber wie schon gesagt, ich freue mich jetzt darauf, sie zu tragen und um zu sehen, wie das Oktoberfest und die Tradition ist. Viel Zeit bleibt den Jungs nicht, um auf die Wiesen zu gehen. Achtmal spielt der EHC Red Bull München während des Oktoberfests. Ich denke, dass wir im Terminplan bestimmt den einen oder anderen Abend finden werden, wo wir mit der Mannschaft rausgehen können. Das wird dann natürlich bei uns so sein, dass es oft die Montage sind, weil wir heute am Wochenende spielen. Aber ich glaube, dass immer eine gute Zeit ist mit Familien oder auch mit Frauen und Kindern vor allem auch draußen zum Sein. Oder auch nur mit der Mannschaft, ist immer ein Mordsgaudi eigentlich. Eine Mordsgaudi haben die Neuzugänge vom EHC offensichtlich auch auf dem Eis. Zwei Siege in der Champions League stehen schon zu Buche und auch der erste Pott ist geschafft. Das neue Lieblingsoutfit gab es dann heute. Ja, ich werde das Outfit sicher auch zu anderen Anlässen tragen. Ja, wenn ich in München am Oktoberfest bin, auf jeden Fall die Red Bull-Hosen. Daheim in Rosenheim, dann glaube ich, ziehe ich aber mein eigenes. Die Lederhosen sitzt, das Hemd auch und die Weste sowieso. Einer muss das Ganze machen und das ist der Axel Munz von der Chef vom Angermeier. Axel, ihr habt sie alle. 60 EHC. Auf was kommt es an, wenn man diese Clubs ausstattet? Also, du musst auf jeden Fall die Tradition dieser Clubs mit reinnehmen. Ja? Du musst die Farben mit reinnehmen, die Philosophie und das wird dann umgesetzt in Lederhosen und so weiter. Der EHC kommt jedes Jahr immer wieder. Ehrt dich das so ein bisschen? Klar, freut mich ungemein, weil es ist ja wirklich ein super Club. Tolle Führung, tolle Trainer, toller sportlicher Leiter. Klasse Spieler und die sind unheimlich sympathisch, ich kenne ja eigentlich alle und es ist selten, dass einem die Sache so Spaß macht. Spaß macht es vor allem dann auch auf der Wiesn, wenn die Lederhosen sitzt. Das tut sie auf jeden Fall bei den Jungs vom EHC. Jetzt redet man mal noch über meine Ausstattung und damit zurück. Irgendwie war der Axel Munz aber dann ganz schnell verschwunden und wollte nicht mehr über meine Lederhosenausstattung reden. Aber egal. Wir kommen zum Volleyball, denn gestern hat das deutsche Nationalteam einen historischen Sieg errungen. Sie sind zwar Zweiter geworden bei der EM in Polen, aber dennoch war es die allererste Medaille in einer Europameisterschaft für die Volleyballer. Bei mir zu Gast vom Tirol Alpenvolley der Sportdirektor und Headcoach Stefan Kretjanski. Herzlich willkommen. Ja.
Der Spieler Jonas Sargstetter, servus, und der Leiter des Marketing, Christian Siegel. Das Spiel verfolgt gestern? Natürlich, und? Im Livestream. War sensationell tolles Spiel auf höchstem Niveau. Also bessere Werbung für einen Volleyballsport gibt es nicht. Speziell auch in der jetzigen Situation der Hypo-Tiroler Alpenvolleys. Natürlich nochmal emotionaler, weil das das erste Jahr in der deutschen Bundesliga für uns ist. Stefan, wenn ich ehrlich bin und ich hätte mich nicht auf die Sendung vorbereitet, hätte ich nicht gewusst, dass es eine Volleyball-WM zurzeit stattfindet. Ist es so ein bisschen allgemein so der Nachteil, dass Volleyball nicht ganz so bekannt ist? Ja, leider muss man so sagen. Einfach, Volleyball ist immer noch ein bisschen im Schatten von den Top-Sportarten. Aber natürlich, wer Volleyball folgt, der weiß, dass, um was geht. Und genau wie Christian gesagt hat, also Finale in gestern Deutschland gegen Russland auch ein glaube ich, hohes Niveau. Plus die Eröffnung des EM vor fast 65.000 Zuschauern, das war was wahnsinnig. Also das war super, super, super Event und ich glaube auch für Deutschland jetzt so sehr erfolgreich. Die EM war in Polen. Polen ist eine Volleyball-Hochburg. Nach Brasilien und Russland kommt Polen. Wie ist es bei euch, Jonas? Du kommst von einem Volleyball-Internat, jetzt nach Innsbruck. Wie fühlt man sich? Bist du so ein kleiner Star oder bist du mehr so der, ja, der Spieler wie jeder andere? Naja, ich denke auf jeden Fall, ich bin Spieler wie jeder andere, weil ich bin auch noch sehr jung und deswegen würde ich mich auf keinen Fall als Star bezeichnen. Aber für mich ist es, glaube ich, eine Riesenchance und mal gucken, was daraus wird. Ja. Ihr seid eine interessante Konstellation. Und zwar besteht ihr aus dem TSV Unterhaching und dem langjährigen, sehr erfolgreichen Team, dem Volleyballteam Innsbruck. Und ihr nennt euch Hypo Tirol Alpenvolleys. Christian, wie kamst du zu dieser Spielgemeinschaft? Zu dieser Spielgemeinschaft kam es dazu, dass wir in Österreich zehnfacher Serienmeister waren mit dem Hypo Tirol Volleyballteam. Der DSV Unterhaching eine langjährige Tradition gehabt hat in der ersten deutschen Bundesliga, war Champions League Teilnehmer. Und für uns war der Volleyballsport in Österreich nicht mehr so interessant, weil wir am Plafond waren. Und heißt, es war ein bisschen langweilig für euch, weil ihr immer gewonnen habt. So ist es, genau. Wir hätten zwar die Champions League gehabt, aber wenn du in der heimischen Liga nicht gefordert bist, kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Und damit sind wir stagniert. Und dann kam die Information aus Deutschland, es gibt die Möglichkeit einer Wildcard. Und unser Manager Hannes Krontaler hat es dann sofort aufgegriffen und hat mit Unterhaching telefoniert, weil da eine lange Freundschaft besteht schon. Und Unterhaching hat gesagt, ja super, wir wollen sowieso gleich in die erste Liga, also nicht von der dritten in die zweite, sind wir ja sportlich aufgestiegen, aber wir wollen wieder Erstliga-Volleyball spielen. Und dann haben wir die Wildcard beantragt und haben sie Gott sei Dank auch erhalten. Unterhaching war bis 2013 erstklassig, hat viermal den Pokal gewonnen, war dreimal Vizemeister. Stefan, will man ein bisschen an diese Tradition anknüpfen? Ja, sicherlich. Also ich kenne mich mit dem Sportdirektor von Unterhaching, Michael Padretto, schon seit glaube ich, 20 Jahren. Und genau die Idee, dass diese Zusammenarbeit mit Unterhaching dasteht, da haben wir gleich eine gleiche Meinung gehabt. Und ich glaube auch, dass sie wirklich auf diese Erfolge, was Unterhaching vorher gehabt hat, anschließen können. Und auch unser Dreijahresprojekt, mindestens Dreijahresprojekt, so erfolgreich wird, dass wir im dritten Jahr schon vielleicht im Finale stehen. Also große Motivation natürlich für uns sportlich, aber auch natürlich wissen wir, dass das bedeutet viel Arbeiten. Und da hoffen wir, dass dieses Ziel auch schaffen können. Jonas, du bist ein Nachwuchsspieler, du kommst aus dem Internat, haben wir gesagt, du kommst aus Unterhaching, aus der zweiten Mannschaft, jetzt in das erste Team der Alpenvolleys. Wie ist so die Stimmung im Team? Es ist auf jeden Fall sehr positiv. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich halt der jüngste Spieler war und wusste nicht, wie ich aufgenommen werde. War da sehr respektvoll, aber dann wurde ich eigentlich sehr positiv aufgenommen mit meinem Zimmerkollegen oder meinem Mitbewohner. Dem verstehe ich mich sehr gut und auch zwei polnischen Spieler, die schon mit großen Namen wie Lukas Kamper oder Markus Böhme gespielt haben. Die haben mich auch sehr freundlich aufgenommen, also ich komme sehr gut mit allen zurecht eigentlich. Stefan, wie viel Unterhaching steckt denn noch in den Alpenvolleys? Ihr habt, wenn man so durchliest, vier Brasilianer, zwei Slowaken, einen Tschechen, einen Deutschen, einen Kolumbianer, einen Belgier, einen Kanadier, einen Polen, einen Bulgaren und einen Österreicher.
Wie viel Unterhaching ist da noch drin? Natürlich, dieses Jahr war es ein bisschen schwerer für uns, weil wir haben ziemlich spät erfahren, dass wir nämlich die Wildcard bekommen haben. Und dafür haben wir auch spät mit der Mannschaftszusammenstellung angefangen. Mit ein paar Tippen sicherlich heuer, speziell wie zum Beispiel Jonas und auch der junge Kolumbianer, haben wir auch zwei ganz junge, talentierte Spieler geholt. Und natürlich aber ohne, muss auch Qualität haben. Und das war für uns einfach ein bisschen zu spät, nach Deutschland nochmal zu schauen, auf den Markt oder nach Österreich. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ab nächster Saison wieder ein paar mehr Spieler von Unterhaching, also deutsche Spieler, haben können. Dass man das zweite Team vielleicht so als Pool zieht, um Spieler hochzuziehen. Sicher, ja. Christian, ihr spielt in Innsbruck. Wie teilt sich das genau auf, die Spielverhältnisse? Es ist so, dass wir insgesamt 4 Heimspiele in Unterhaching haben und 7 in Innsbruck. Nächstes Jahr soll sich das Verhältnis auf 50-50 ausdehnen, weil wir damit spekulieren, dass wir einen Europacup-Platz erreichen. Das heißt, das Ziel ist im ersten Jahr Platz 4 oder 5 in der deutschen Liga. Und dann werden die Spiele eben aufgeteilt. Wie läuft es mit der Orga ab? Also wie viel muss da kommuniziert werden zwischen diesen zwei Vereinen? Ja, es ist natürlich sehr schwierig, weil zwei Fankulturen aufeinandertreffen. Aber ich denke, dass mit der Erklärung des Logos schon allein sehr viel getan ist. Denn wir haben im Prinzip das A für Alpen und das V für Wolles integriert und haben dazwischen die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Und die haben wir aufgebrochen. Und es ist ja immer so, man trifft sich immer am Gipfel. Das heißt also, die Berge trennen nicht Tirol von Bayern oder von München, sondern sie verbinden eher, man trifft sich am Gipfel und wir hoffen, dass wir den sportlichen Gipfel natürlich auch erreichen. Jonas, bist du Unterhachinger, bist du Innsbrucker oder bist du ein Alpenvolleyball? Ich glaube, ich bin von jedem so ein bisschen was, aber dann, ich glaube, im Groben so auf jeden Fall beides ein bisschen und dann ein Alpenvolley. Am 15. Oktober beginnt eure Saison. Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns nochmal die Saison und dann vielleicht auch oben in der Tabelle. Wir kommen zum Trabrennen. Am gestrigen Sonntag war in Dagelfing der Hackerpro Bayernpokal. 8 Fahrer sind an den Start gegangen. Das Rennen war mit 30.000 Euro dotiert und meine Kollegin Monika Harzenetter war vor Ort. Pünktlich um 17.35 Uhr war es soweit und die 8 Fahrer des Hackerpro Bayernpokals gingen an den Start, um sich die Siegprämie von stolzen 30.000 Euro zu erkämpfen. Gerade einmal 3 Minuten dauert ein solches Trabrennen. Da müssen Fahrer und Pferd ihre Kräfte genau auf den Punkt abrufen können. Der Sieg ist für die Fahrer nämlich nicht nur des Geldes wegen entscheidend. Wenn jetzt die Gewinnsumme auf die bisherige Gewinnsumme, der jetzige Preis noch draufkommt, steigt das Pferd in seiner Gewinnklasse eine Klasse höher und muss dann wieder gegen stärkere Pferde antreten. Das nennt sich Leistungsprüfungen. Unsere Pferderennen sind Leistungsprüfungen, damit man den Zuchtwert der Pferde bestimmen kann und damit der Traber auch seinen Stellenwert und vor allem vom Landwirtschaftsministerium gerechtfertigt kriegt. Zwar ließ sich beim finalen 9. Rennen die Sonne dann wieder blicken, die Bodenverhältnisse waren an diesem Tag dennoch nicht die besten. Vielleicht der Grund, warum dieses Pferd in den Galopp überging und deshalb disqualifiziert wurde. Es gibt keine Ersatzpferde, wie zum Beispiel in den Theaterstücken, dass dann die zweite Besetzung auftritt. Das gibt es leider nicht und deswegen gibt es auch ab und zu Rennen, wo halt 8 Pferde als Starter genannt sind. Wenn irgend Fieber oder so herrscht, dann kann es mal sein, dass auch nur 5 starten. Es gibt Pferde, wenn der Boden zu tief wird, dass es halt schwieriger wird und dass dann das Pferd, das normal auf einem trockenen, nicht zu sandigen Boden besser läuft, bei der tiefen Bahn überhaupt keine Chance hat. Und das wiederum ist für den Wetter natürlich auch ein Anreiz, dass er das auch erkennt und dass er vielleicht sagt, naja, jetzt hätte dieser Außenseiter doch vielleicht auch eine Chance. Absolut kein Außenseiter war Rudi Haller mit seinem Wallach Tyrolean Dream. Am Ende wurde er seiner Favoritenrolle auch gerecht und überquerte als erster die Ziellinie. Unsere Glückwünsche mussten wir dann stellvertretend an Mitbesitzerin Marie Lindinger richten, denn unser Trainer fährt jetzt dann sozusagen auf Bildungsreise für ein paar Tage nach Schweden, um einfach auch mal kurz auszuspannen, aber natürlich auch verbunden mit dem Trabrennsport, sich dort Rennen anzuschauen, Pferde anzuschauen.
Und da muss er jetzt schon ziemlich dringend zum Flughafen. Und genau deshalb ging es bei der Siegerehrung dann am Ende ganz schön schnell, damit Rudi Haller sofort vom Sulky in den Flieger wechseln konnte. Willkommen zu American Football. Gestern war das letzte reguläre Spiel der Saison für die Munich Cowboys in Frankfurt. Leider ging das mit 38-10 gegen die Cowboys aus. Aber der Klassenerhalt wurde geschafft, denn parallel wurde in Stuttgart gespielt, Saarland gegen Stuttgart. Und da hat Stuttgart gewonnen und somit fallen die Saarländer auf den Relegationsplatz und die Cowboys bleiben in der Liga. Ich spreche über die Saison und das gestrige Spiel mit Head Coach Garen Holley. Thanks for being in the show. Glad I'll be back. Und dem Running Back Fabian Gärtner. Servus, schön, dass du da bist, Fabian. Servus. Fabian, was hat gestern überwiegt? Die Enttäuschung über die Niederlage oder die Erleichterung über den Klassenerhalt? Die Erleichterung. Warum? Also, ja, also wir wussten, das Spiel war zeitgleich, kein Wettbewerbsverzug etc. Und man ist halt schon mulmig ins Spiel gegangen, weil Frankfurt ist halt schon eine starke Hausnummer. Und ja, wir haben auch Marburg geschlagen, damals Platz 2. Die Frankfurter sind jetzt Platz 2 gewesen und sind es immer noch. Und wir haben auch anfangs sehr gut mitgespielt, aber dann haben sie dann doch sich so einigermaßen wieder gefangen und haben das Spiel dann doch dominiert. Und meine Angst war dann doch so wirklich, weil es dann immer so ein bisschen rumgetuschelt war. Wir durften ja vom Coach nichts wissen. Und ich hatte dann schon so meine ein, zwei Kontakte, die dann den Daumen hoch und runter haben. Und dann war das so ein bisschen so ein Herzrasfinale, sagen wir es mal so. Ja. Ihr hättet ja sonst noch mal 2 Spiele gehabt in der Relegation. Wie froh ist man da, diesen 2 Spielen entgangen zu sein? Also für mich ist ja das letzte Jahr Football. Ich hätte natürlich irgendwo schon noch mal gerne gespielt, klar. Andersrum habe ich doch ein paar andere Termine, um die ich mich kümmern muss. Und bin dann eigentlich doch froh, dass wir jetzt keine Relegation machen müssen und jetzt auch nicht gegen die Kirchdorf Wildcats die Relegation spielen müssen. Ich schätze auch sehr stark ein, aber ich denke doch, München gehört in die erste Liga und wir sind froh, dass wir das so auch geschafft haben. Garen, tough loss yesterday, eine schwere Niederlage gestern gegen Frankfurt. Wo ist der große Unterschied generell zwischen Frankfurt und München? Where's the big difference between Frankfurt and Munich in football-wise in general? In general, they just have more depth. You know, they're able to bring in more players, you know, especially European players, because they're actually able to compensate those players. So they have more depth, you know, in reality. So essentially, that's the biggest difference is, you know, financially, you know, is one of those things. And then, yeah, I mean, that's really it. I mean, they both have good coaching staffs, you know, so and all that stuff. So schematically, it wasn't an issue, but, you know, they just kind of had some more depth, you know, and were able to, you know, just win some one-on-one battles against us. Also Coach Garen sagt, sie haben einfach eine tiefere Kaderstärke, das ist das große Problem. Natürlich haben sie ein bisschen mehr Geld und können dadurch Spieler aus Europa bringen, erfahrene Spieler, die in München eben nicht so gezogen werden. Coaching-wise sind sie besser aufgestellt und haben in dem 1-1-Matchup Mann gegen Mann vielleicht noch mal ein bisschen die Nase vorne gehabt. Fabian, wie war denn die Stimmung im FSV-Stadion? Ich habe jetzt erfahren, danach waren es irgendwie 4.500 Leute. Also war ein schöner Abschluss für mich persönlich. War eine super Stimmung. Also die Fans in Frankfurt sind cool. Bisschen viel Drillerpfeifen. Wir hatten dann so 2, 3 Spielzüge, die abgepfiffen worden sind. Einfach wirklich, weil man halt dachte, okay, das war jetzt die Drillerpfeife vom Ref. Aber nee, es sind super, super faire Fans. Wenn sie schimpfen, schimpfen sie über den Schiedsrichter, nicht über den Gegner. Und es gab zwar 1, 2 unschöne Aktionen so auf dem Spielfeld, aber man hat sich dann auch wieder gefangen. Das spielt sich dann auch hoch. Das war das Spiel von gestern. Wir machen ganz kurz Pause und sind gleich wieder zurück mit den Munich Cowboys und sprechen über die kommende Saison und lassen die aktuelle Saison noch ein bisschen Revue passieren. So sieht ein Europameisterschafts-Championship-Ring aus. So einen wollen wir auch nach München holen. Garen, how can we bring a championship ring to Munich? I think we've started the process, the right process. We've changed the culture, you know, within the team, and to continue to work as an organization to, you know, to improve and be better, to never be satisfied. As we work towards getting, you know, bigger, better sponsorship, you know, that allows us to do more, you know, within the team, within the organization. But I think we're in the right direction, but it's just one of those matter of times that when everything falls into place. Also Garen sagt, man ist auf dem richtigen Weg. Wie immer ist es eine Frage des Geldes.
wenn da ein bisschen mehr kommt. Aber man ist auf dem richtigen Weg, die Spieler heranzubringen und im Endeffekt kommt alles mit der Zeit. Fabienne, du hast schon zwei solche Ringe. Lass uns über die Saison sprechen. Bist du allgemein zufrieden mit der Saison oder wäre mehr drin gewesen? Es wäre viel mehr drin gewesen. Also man hat, gegen Marburg war das ein Spiel, da haben wir wirklich mal so aus unseren Vollen geschöpft, sage ich jetzt mal. Und da hätte wirklich mehr drin sein können. Wir hatten halt wirklich viele individuelle Fehler von Spielmachern oder halt auch dann wieder von gab wieder falsche Entscheidungen. Ich sage jetzt mal, hauptsächlich so der Angriff hat dieses Jahr einfach nicht so funktioniert, wie der hätte funktionieren sollen. Und es hat uns wirklich immer oft die Defense den Hintern gerettet, sagen wir es mal so. Und das ist auch Garens Aufgabe. Deswegen, also ich glaube auch mit Garens sind die Cowboys in den nächsten Jahren, wenn nicht auch noch länger hoffentlich, sehr, sehr gut bedient auf jeden Fall. Ja. Man sieht. Garen Fabian said, your defense was excellent this year. Mm-hmm. Nevertheless, you will stay the next 2 years, I think your contract says. Yep. Also Garen wird auch noch die nächsten 2 Jahre in München bleiben. Was muss sich ändern nächstes Jahr von den Spielern und welche neuen Trainer kommen? Garen, what has to change? How get new players? Who has to come? What new coaches has to come? As always, you know, looking to improve. You know, you always reflect on, you know, how can you improve, you know, as a coach, you know, how can you make sure your players are ready for games? How can you make sure your players are doing things right in the offseason to prepare their bodies to go into a season healthy? So all those things are important. So obviously right now, you know, we're recruiting, always looking in to bring in highly qualified coaches, you know, and or highly knowledgeable coaches. Same way with players. The beauty of being in Munich is there's so many teams around and within Munich, you know, that there is talented players, but you have to find those players and draw those players in. Same way with coaches, find those talented coaches within your area that really want to be a coach. You know, they may have to work a side job, but they want to coach. So they're going to give it their all. They're going to be at everything. So. Also Coach Garen sagt, es geht darum, jetzt die richtigen Trainer zu finden, die richtigen Spieler zu finden. Es gibt viele talentierte Spieler um München herum, die muss man allerdings finden, die muss man locken. Und auch die Trainer, die müssen wollen. Also es reicht nicht einfach, ein guter Trainer zu sein, sondern es muss persönlich auch passen. Fabienne, es war deine letzte Saison. Wie fandest du den Teamzusammenhalt? Wie wichtig ist dieses Kernteam bei den Cowboys? Also ich habe es gestern auch im Abschlusstadel gesagt, wir sind eigentlich kein Team, es ist halt wirklich eine Familie. Und es war eigentlich bei den Cowboys schon immer ein guter Bestandteil und deswegen hat mir es auch immer so Spaß gemacht hier. Ich war ja auch ein Jahr in Innsbruck, da war das auch super auf jeden Fall, aber halt in München ist nochmal was anderes. Und ja, ich habe den Jungs auch gestern auf den Weg gegeben und auch wirklich so die Jungs, wo ich mir schon so rausgepickt habe, die werden die nächsten Jahre halt die Leader werden, die Captains, halte die Familie zusammen, haltet die Truppe zusammen, war meine Aufgabe, es hat funktioniert. Jetzt macht ihr das bitte. Und kannst du dich denn entspannt zurücksetzen? Also ist da genug Nachwuchs da bei den Cowboys? Also auf meiner Position auf jeden Fall. Also ich denke, mit Jakob Wenzel hat man da wirklich einen sehr, sehr guten, talentierten Jungen. Der hat das ja auf jeden Fall noch gebraucht, so ein bisschen hinter mir, sage ich jetzt mal so. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Es wird bestimmt noch die ein, zwei extra Trainingseinheiten mit ihm geben. Vielleicht kommt es ja dann doch nochmal, dass ich doch noch irgendwie anders aktiv werde bei den Cowboys. Erstmal also irgendwo kitzelt es immer. Und dann sehen wir einfach nächstes Jahr weiter mit der Offseason. When does Offseason start? Offseason will start mid-November. We'll have our kickoff meeting that first week in November. Also am 1. November startet, fängt die Vorbereitung an. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Jetzt erstmal eine schöne footballfreie Zeit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir machen weiter mit dem FC Teutonia. Der braucht nämlich ein neues Vereinsheim. Das alte ist leider abgebrannt. Und aus diesem Grund gab es einen Benefizkick. Und zwar mit der Spielvereinigung Unterhaching und einem All-Star-Team aus den besten bayerischen Fußballern. Und meine Kollegin Angelika Suri war dabei. Die Stars des Münchner Amateurfußballs gegen den Drittligisten, die Spielvereinigung Unterhaching. Und das alles für einen guten Zweck. Eine Spendenaktion für den FC Teutonia München. Manni Schwabel und ich waren uns einig, wenn wir was machen, dann machen wir was Besonderes. Und dann kam bei mir die Idee, dass wir einfach mal eine Mannschaft casten, die komplett aus Münchner Fußballern besteht. Und diese Casting-Aktion hat, glaube ich, alle Rekorde geschlagen. Es waren über 300.000 Klicks. Leute, die für unsere Spieler heute gestimmt haben. Und ich hoffe, dass ein kleiner Anteil heute auch beim Spiel dabei ist. Gut 8 Monate ist es her. Da geriet das Vereinsheim von FC Teutonia München in Brand. Ein entstandener Schaden von rund 250.000 Euro. Nur ein Teil wird von der Versicherung übernommen.
Unterstützung gibt es vor allem von den Münchner Fußballvereinen. Das Benefizspiel hat daher für den Traditionsverein eine große Bedeutung. Ja, für uns ist nochmal eine tolle Sache, dass wir so groß unterstützt werden, schon seit dem Brand eigentlich immer fortwährend. Wir haben ja schon gleich nach dem Brand tolle Sachen bekommen vom DFB, vom BFV, von verschiedenen Vereinen, vom FC Bayern. Viele Einzelspenden, kleinere Vereine, Ampfing und so weiter, alle haben uns sozusagen unterstützt. Und die große Fußballfamilie, wie man immer so gerne sagt, war wirklich eine tolle Sache. Organisiert wurde das Ganze vom Bayerischen Fußballverband und der Spielvereinigung Unterhaching. Für die Spieler der Münchner Allstars konnte im Internet abgestimmt werden. 22 Spieler, die zum Einsatz kamen. Alle mit demselben Ziel. Spielen für einen guten Zweck. Ja, ich finde es eine super Aktion, dass so ein Vereinsgebäude aufgebaut wird wieder. Dass alle zusammenstehen. Ist gut für den Münchner Amateurfußball. Genau, deswegen bin ich dabei. Natürlich steht da als Fußballerisch jetzt nicht so im Vordergrund wie das Event an sich und einfach zu helfen. Ich glaube, wir haben heute einen sehr anstrengenden Trainingstag gehabt, obwohl Spiel ist also eher unüblich. Und wie gesagt, ich glaube, da steht die Sache für sich und das Fußball ein bisschen im Hintergrund. 550 Besucher kamen zum Spiel auf die Vereinssportanlage des FC Teutonia München. Haching ging zu Beginn schnell in Führung. Bis zur Halbzeit stand es 3:0 für Unterhaching. In der 73. Spielminute dann der lang ersehnte Ehrentreffer durch Spieler Georgios Karasavides. Endstand nach 90 Minuten 9:2 für die Spielvereinigung Unterhaching. Ich sage mal, entscheidend ist bei so einem die Gesamtveranstaltung und die Stimmung rundherum um so ein Spiel. Und ich finde es absolut gelungen und ich freue mich, dass wir Teil davon sein durften, dem FC Teutonia zu helfen, ein bisschen über den Schmerz. Das ja jetzt im Winter war, drüber zu helfen. Und das ist für uns selbstverständlich gewesen. 3.500 Euro konnten durch Spenden eingenommen werden. Das Benefizspiel hat gezeigt, die Münchner Fußballfamilie hält zusammen. MMA, Mixed Martial Arts. Spätestens seit dem Kampf letzte Woche zwischen McGregor und Mayweather immer wieder mehr im Kommen, der Kampf im Sechseck. Bei mir zu Gast Branko Ulaga, Mitveranstalter der Agrelin-Kampfnächte. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Außerdem der MMA-Kämpfer Flo Niedermeier. Schön, dass du da bist. Und sein Coach, der Martin Mihalek. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen ein bisschen über den Kampf sprechen, der ansteht am Sonntag von dir, Flo, und von der Veranstaltung. Aber vielleicht auch ein bisschen über den Sport im Allgemeinen, um Vorurteile einzureihen. Als allererstes, Branko, was ist Agrelin? Agrelin ist ein Veranstalter in Süddeutschland, der größte. Wir machen Veranstaltungen seit 2009 in Bayern, Österreich, also Salzburg, Rosenheim, Nürnberg, München. Und wir promoten so das MMA, also die gemischten Kampfkünste, und versuchen das als sportliche, athletische Veranstaltung darzustellen und ja, die Leute dafür zu begeistern. Okay. Bevor wir aber über den Kampf sprechen, der ansteht, wollen wir die Zuschauer ein bisschen heiß machen und schauen uns mal an, was MMA, ein Kampf im Oktagon, ist. Der Gewinner in diesem Mittelgewichtstitelkampf, all the way from Linz, meine Damen und Herren, der neue Champion, Billy Das ist also MMA. Flo, als allererstes, ich bin dein Freund. Ja? Ich hoffe, wir kommen gut miteinander Keine aus. Angst.
Warum MMA? Warum MMA? Weil man sich da einfach mit anderen Kampfkünsten auch messen kann. Das ist nicht nur eine Art zu kämpfen, sondern man kommt als Sportler einfach weiter. Viele sagen ja oft, also das hat jetzt schon dieses Schläger-Image. Also es ist alles erlaubt, es ist ein Kampf, bis einer am Boden liegt und aufgibt. Du bist aber für mich, wirkst du als ein sehr ruhiger Typ. Wie funktioniert das? Das ist der Ausgleich auch zum Alltag. Man kann einfach mal auch den Stress rauslassen. Und das Schlägertypen, das stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Du hast sehr, sehr viele Regeln beim MMA. Du bist auch sicher im Oktagon. Gerade bei Stürzen oder so kannst du dich im Seil nicht verhängen. Also es ist ein sehr fairer und sicherer Sport. Es ist auch einer der ältesten Sportarten. Martin, du als Coach, klär uns mal ein bisschen auf, was für Sportarten und was für Techniken kommen da zusammen? Da kommt eigentlich alles zusammen. Vom Thai-Boxen, Muay Thai, das klassische Boxen, ganz wichtig, und der Bodenkampf. Jiu-Jitsu, Judo, Ringen, kommt eigentlich viel zusammen. Wie schafft man das, dass es alles in einer Person vereint ist und dass man das anwendet? Ja, man braucht dann schon jahreslanges Training. Das ist nicht so, dass man es von heute auf morgen lernt, sondern wirklich über Jahre muss man das schon trainieren. Weil jeder Boxer hat einen klassischen Stil, das Thai-Boxer hat einen klassischen Stil und der Bodenkampf hat einen klassischen Stil. Blanke, würdest du sagen, es ist ein Allround-Sport? Was für Leute machen diesen Sport? Genau, also es ist auf jeden Fall ein Hybrid- oder Allround-Sport. MMA sagt es ja schon, Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkünste, alles wild durcheinander gemischt. Es hilft sicher, wenn man Spezialist in einer Sache ist. Das ist dann dein Hauptgame sozusagen, dein Main-Game. Und dann erweitert man das beliebig. Das können ehemalige erfolgreiche Sportler sein, Olympiaboxer. In den USA sind es klassisch die Universitätsringer, die dann im College Division 1, 2, 3 gerungen haben und dann sich zum MMA durchschlagen, weil sie einfach was Neues sehen möchten. Es gibt auch Football-Player, die das auch mal machen könnten oder machen. Also da gibt es Leute, die sich einfach dann mal messen möchten, wenn sie genug, sage ich mal, vom Boxen haben oder vom Thai-Boxen. Ihr seid mit Agrelin so eine der größten Veranstalter in Süddeutschland und Österreich. Ihr habt jetzt die 19. Veranstaltung am kommenden Sonntag. Wie international ist das? Sind es Leute aus München, aus Süddeutschland oder ist es eine internationale Geschichte? Ja, wir sind sehr froh darüber, dass das alles immer internationaler wird. Anfangs war das natürlich auf die lokalen Regionen beschränkt. Mittlerweile, weil wir einfach auch ein gutes Netzwerk in Europa geknüpft haben, der Kontinent ist ja klein genug, haben wir Franzosen, Tschechen, Spanier, Schweizer, Österreicher, Polen vom Balkan. Also da kommt einiges zusammen und die Leute kommen und suchen uns auch jetzt selber mittlerweile auf. Und das ist super, weil wir dann den heimischen Kämpfern internationale Herausforderungen bieten können. Die wollen ja irgendwann wissen, okay, jetzt habe ich den Nachbar geschlagen, kann ich auch jetzt einen internationalen Kämpfer besiegen oder es mit ihm aufnehmen? Der Kampf, also die Veranstaltung findet im Backstage statt am Montag. Du wirst kämpfen im Superschwergewicht. Ja, Superschwergewicht bis ab 93 Kilo aufwärts. Genau. Bist du ready? Ich bin bereit, ja. Wie bereitet man sich vor auf so einen Kampf? Viel Training, viel Ruhephasen versuchen einzuhalten. Ist die Ruhephase wirklich wichtig im Training? Sehr wichtig, ja. Wie trainierst du? Ich trainiere 4 bis 5 Mal die Woche. Meistens Kampfsport. Wenn es mit der Arbeit nicht ganz so hinhaut, werde ich laufen gehen, mache Kraftsport. Und natürlich nicht dieses Reinpumpen, weil das den Muskel sehr schnell müde macht. Martin, wie wichtig ist Technik und Taktik in so einem Kampf? Also legt man sich einen Plan zurecht, wie man an den Kampf rangeht? Man legt sich einen Plan zurecht, aber oft ist er nicht durchführbar, weil man weiß nie, wie der Gegner reagiert auf das, was ich vorhabe. Du bist ein Newcomer, Flo. Dein erster Kampf, muss man leider sagen, war schnell vorbei. Deshalb wird es auch dein erster Kampf, den du voll durchziehen willst. Auf jeden Fall. Wie bereit bist du, diese Taktik durchzuziehen? 100% bereit. Also du hast einen Plan und an den willst du dich halten? Am besten möchte ich es auch vorzeitig beenden, wenn es möglich ist. Also der Knockout ist schon immer das, was man anstrebt. Ja. Also man möchte gar nicht immer auf die volle Distanz gehen. Es ist natürlich schön. Wenn schnell vorbei ist, ist klar. Es ist klar, aber es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man sich lang vorbereitet hat und dann ist es schnell vorbei, oder? Ja, mein Gott. Die nächste Veranstaltung kommt. Blanco, das Nonplusultra ist der UFC-Fight. Das ist eine amerikanische Liga. Wie realistisch ist es, dass ich als deutscher Kämpfer da reinkomme? Ja, wie man an den deutschen Kämpfern in der UFC, Nick Hain, Sobota und so weiter, Ayari sehen kann,
ist es schon möglich. Es gibt also deutsche Kämpfer in der UFC, es gibt auch österreichische Kämpfer, Taisumov und Rakic zum Beispiel in der UFC. Von uns war das tatsächlich auch so, dass eine ungarische Kämpferin, die zweimal bei uns gekämpft hatte, in der UFC oder in der Reality-Show The Ultimate Fighter da gelandet ist. Es ist möglich, wenn man sich gerade in solchen Ligen, also wie bei uns, Agrelin, eben gut beweist, dann vielleicht irgendwo international was macht und dann wird die UFC schon von alleine aufmerksam. Wichtig ist aber die Medienpräsenz. Das muss ein Kämpfer auch beherrschen. Die Fußballer, da muss man nicht drüber reden. Die haben T-Shirts, die mit ihrem Namen, das kauft jeder Mensch. Die haben Tassen, die haben Interviews, Websites. Das fehlt alles natürlich noch in Deutschland. Die Sponsoren, das ist alles im Aufbau so. Ist der McGregor ein Beispiel? Der hat ja eine ziemlich große Klappe gehabt und deshalb war das Medienspektakel auch so groß, oder? Also er ist insofern ein Beispiel, als dass er die Medien wirksam, in welche Richtung auch immer, ausnutzen konnte. Ob ein Kämpfer sich ihn als Vorbild nehmen soll, das überlasse ich jedem Kämpfer, wenn man so dieser Bad Boy sein möchte. Es gibt auch andere Kämpfer wie Lyoto Machida in der UFC, die waren zum Beispiel der totale buddhistische, japanische Zen-Kämpfer sozusagen. Ja, das ist dann so, das catert verschiedenen Geschmäckern zu. Er ist auf jeden Fall der, der das am allerbesten von allen UFC-Kämpfern oder überhaupt MMA-Kämpfern ausgenutzt hat, weil er schließlich einen großen Hebel sich dann erarbeitet hat. Der hatte irgendwann Druck auf die Veranstaltung ausüben können, also auf die UFC, und konnte Forderungen machen, was selten ist. Also er macht sein eigenes Marketing sozusagen. Genau. Martin, du hast ein eigenes Studio, du hast einen eigenen Kampfclub, wie man es auch immer nennt. Wie, ich habe gerade gehört, es kommen auch Frauen. Was ja. für Leute trainieren bei dir? Alles, alle Altersklassen, alle Schichten von Nationalitäten. Es ist wirklich ganz groß. Alle Klassen. Also, von jung bis alt. Mein Ältester ist 65 Jahre. Und wie viele kämpfen davon in wirkliche Kämpfe und wie viele machen das nur als Sport, als Hobby? Ich sage jetzt einmal, 20% sind wirklich interessiert an Kämpfer. 80% sind die Breitensportler. Die machen es einfach, um fit zu werden. Bessere Motorik, Koordination. Also einfach nur vom Kopf freier zu werden. Wer das alles mal sehen will, der kommt am 10.09. ins Backstage. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir kommen zu einem ganz anderen Sport, und zwar zu Triathlon. Da wurde auch gekämpft, und zwar am Walchsee in Kaiserwinkel. Und zum allerersten Mal hat die Kaiserwinkel Challenge ein Einheimischer gewonnen. 1,9 Kilometer schwimmen, anschließend 90 Kilometer radeln und als wäre das nicht schon genug, danach noch einen Halbmarathon laufen. Am Ende siegte der Lokalmatador Thomas Steger beim Kaiserwinkel Challenge Triathlon. Ich freue mich unglaublich, ich habe schon oft probiert, habe gegen Julia oft genug verloren. Heute konnte ich ihn endlich einmal abhängen, ja, wunderbar. Mit 3 Stunden, 21 Minuten und 57 Sekunden setzte sich Thomas Steger exakt eine Minute vor dem Favoriten, dreimaligen Kaiserwinkel-Challenge-Sieger und den Weltcup-führenden Giulio Molinari durch. Dieser führte das Feld lange an. Erst in der letzten Laufrunde kam es zum Wechsel an der Spitze. Ich bin heute als Zweiter ins Ziel gekommen. Ich bin zufrieden mit meinem Rennen, aber in der letzten Runde beim Laufen hatte ich Probleme mit meinen Beinen. Rund 2000 Teilnehmer stürzen sich bei erschwerten Witterungsverhältnissen zuerst in den knapp 18 Grad warmen Walchsee, 1,9 Kilometer quer durch den See. Anschließend ging es in die erste Wechselzone. In einer Minute 54 schaffte es der gesamt drittplatzierte Neuseeländer Mike Phillips am schnellsten aufs Rad und auf die 90 Kilometer lange Strecke. Ich habe mich beim Schwimmen zurückgenommen, um dann auf dem Rad richtig anzugreifen. Das lief in der ersten Runde sehr gut, aber dann bin ich etwas eingebrochen. Die Strecke aufgrund des Wetters verkürzt. Von der Wartezone aus geht es durch Walchsee. Dann das erste Mal bergauf. 1140 Höhenmeter müssen die Athleten überwinden. Nach Kilometer 25 übernimmt Molinari die Spitze. Ich habe auf dem Rad richtig gepusht. Ich habe das Risiko genommen bei den rutschigen Kurven. Dann waren die ersten 3 Runden beim Laufen sehr gut, aber in der letzten Runde war es schwer, überhaupt ins Ziel zu kommen für mich. Dann der letzte Wechsel. Bei eisigen Temperaturen und durchnässt vom Regen mussten bereits hier die ersten kapitulieren. Steger und Molinari fingen jedoch jetzt erst an. 4-mal galt es, den Walchsee zu umlaufen. In der letzten Runde dann Steger vorne. Ich habe 64 Kilo und ziemlich wenig Fett. Also habe ich gewusst, es ist überhaupt nicht mein Wetter. Ich habe mich entsprechend angezogen, habe mir Zeit genommen in der Wechselzone.
Aber ich denke, das war die richtige Entscheidung. Ja, war hart, aber schön. Siegerin bei den Damen wurde Laura Sidal. Und während der Siegerehrung für die Spitze freuen sich andere, einfach dabei gewesen zu sein. Ja, und das war's mit der Sportarena für heute und diese Woche. Nächste Woche dann Wiesn-Vorbericht, also unbedingt einschalten, denn es geht langsam wieder los. Ich bin dann auch wieder auf der Wiesn und nach der Wiesn kommt dann mein Kollege Daniel Stock zurück. Mich hat's wahnsinnig gefreut, mit Ihnen die Sportarena zu verbringen diesen Sommer. Bis dahin, Servus, ciao, fährt euch.